Hallo Leute, willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Donnerstag, den 23.04. Wir müssen Drinks im Saloon bestellen, gegnerische Nichtspielercharaktere mit einem Maxim-Maschinengewehr müssen getötet werden, La Grasse darf besucht werden, Pelikane dürfen gerupft werden, Riesenschirmpilze dürfen gesammelt werden, Waffen mit Waffenöl gereinigt dreimal und Wettkampf Vogeljagd muss abgeschlossen werden. Dazu braucht ihr einen permanenten Trupp, zwei Mitglieder und dann könnt ihr Wettkampf Vogeljagd bei Trupp versus starten. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen müssen wir heute wieder antike Schnapsflaschen finden und wir müssen verlorenen Schmuck finden. Sammlerstücke dürfen mit dem Metalldetektor ausgegraben werden und ihr seht schon im Hintergrund die Karte von Gene Robke. Dort könnt ihr natürlich wieder fündig werden. Benutzt diese Karte und stellt euch eine Route zusammen und dann klappt das schon. Um mit dem Maschinengewehr Maxim Gun schießen zu können, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich Bandenverstecke wie hier in Lakai. Oder dieses Bandenversteck, was sich in der Nähe von Benedict Point befindet. Also Bandenverstecke sind schon mal eine gute Wahl. Dieses ist hier immer am Abend zu finden. Genauso am Abend ist zu finden das Bandenversteck bei der Hanging Dock Ranch. Das ist das untere Kreuz. Das gibt es am Abend. Und das ist hier Cumberland Forest. Da sind zwei Bandenverstecke. Und bei Tumbleweed ist auch ein Bandenversteck. Es gibt natürlich noch weitere. Aber auch in Story-Missionen könnt ihr noch mit dem Maschinengewehr schießen und die Aufgabe erledigen. Das ist hier die Story. Tötet sie einen nach den anderen. Es gibt noch eine andere Story, wo man mit dem Maschinengewehr schießen kann. Und das ist diese hier. Und das ist Kerosin, Teer und Gier, aber dazu braucht ihr eine negative Ehre. Ich empfehle es trotzdem immer wieder, weil wenn das mit dem Zug gefragt ist, könnt ihr das auch mit dem Zug kombinieren, weil da kann man auch den Zug selbst fahren oder mit dem Zug mitfahren. Deswegen bringe ich das auch immer noch mit hier, Kerosin, Teer und Gier. Und da habt ihr das Video, was in der Playlist drin ist. Dort könnt ihr auch noch euch Tipps holen für die ganzen Sachen. Und die Riesenschirmpilze habe ich heute, naja, sagen wir mal so, ein bisschen in der Nähe von Madame Nazar gesammelt. Das ist hier die Flatneck Station und die Flatneck Station ist ja oberhalb des Dakota Rivers. Und Madame Nazar befindet sich ja heute am Dakota River, also etwas nördlich der Flatneck Station ist dann Madame Nazar zu finden. Und ich habe euch da drei gute Stellen rausgesucht. Ich habe natürlich noch andere Stellen bei Valentine, den Riesenschirmpilz, aber das ist hier erstmal Flatneck Station, wie gesagt, in der Nähe von Madame Nazar. Und dann kommt hier noch die Karte von Valentine, da sind auch etliche vertreten. Um die zwei Pelikane zu bekommen, habe ich heute mal wieder den Turbin Winfield gestartet. Turbin Winfield ist natürlich die legendäre Kopfgeldmission, wo man etliche Vögel erwischen kann. Das hat sich so herauskristallisiert. Und das ist hier Quakers Cove und da sind schon zwei Pelikane am Himmel gewesen. Aber Quakers Cove ist immer so eine Sache, weil die können durchaus mal im Wasser landen. Und nebenan bei der Pelikaninsel war jetzt direkt nichts gewesen. Deswegen bin ich weiter Richtung Blackwater geritten und dort an dieser Felskante saßen wirklich zwei Pelikane. Das waren diese zwei Pelikane heute für mich. Und natürlich könnt ihr es dann auch bei der Pelikaninsel probieren. Das ist hier erstmal die Stelle, wo ich heute fündig geworden bin mit den zwei Pelikanen. Also der eine ist dann nicht ins Wasser gefallen, der ist knapp am Rande liegen geblieben. Also Glück gehabt bei diesem. Und ich zeige euch natürlich noch die Location von der Pelikaninsel. Das war diese hier neben Quakers Cove natürlich. Und dann hier natürlich die Halbinsel von Van Horn. Am Tag natürlich Pelikane. Der einzige Pelikan, der am Tag und bei der Nacht zu finden ist, ist hier bei Rots, aber etwas nördlich davon, also nicht dieser hier, sondern etwas nördlich davon, gibt es einen Pelikan, der Tag und Nacht spawnt. Und das Waffenreinigen mit Waffenöl ist natürlich easy, immer schön anzusehen, wie sie von außen geputzt werden, die Waffen. Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber es ist natürlich nur ein Spiel, deswegen können wir hier die Waffen nicht auseinandernehmen und reinigen. Fünfmal Drinks bestellt im Saloon, habe ich heute natürlich ja in Valentine gemacht, weil es hat mich dahin verschlagen heute. Und dann eine Schnellreise nach La Grasse und
Wenn ihr schon in La Grasse seid und dort auch keine Familienerbstücke oder sonst was oder verlorenen Schmuck aufsammeln könnt, dann empfehle ich euch wenigstens dieses Haus mal wieder hier bei La Grasse zu besuchen. Habe ich ja öfters drin. Dort sind natürlich Juwelen, starkes Wundertonikum und nochmal Juwelen drin. Und so seid ihr dann wenigstens nicht ganz umsonst in La Grasse gestrandet. Und es gibt ja noch nicht mal Riesenschirmpilze hier in der Nähe. Deswegen dieses Haus mal wieder von mir empfohlen. Und dann bin ich auch wieder dann im Lager zurückgekehrt und habe dann noch kleine Tierkadaver verkauft. Da könnt ihr natürlich alles nehmen, wie kleine Eichhörnchen, Vögel oder auch Frösche, Kröten oder Fledermäuse. Das überlasse ich vollkommen euch. Bleibt gesund. Ich sage ciao.